Hallo und willkommen mal zu einem Nicht-Retro-Let's Play. Und zwar ist es heute erschienen, also ich nehme es mir jetzt an dem Tag, wo es rauskommt. Also wenn ihr es seht, ist es gestern erschienen. Und zwar Warhammer 40.000 Gladius. Da warte ich schon sehr lange drauf, habe schon sehr, sehr lange ein Auge drauf gehalten, weil es im Prinzip zwei Sachen ja, zusammenfügt. Und zwar Warhammer 40.000 und Strategiespiele. Beides liebe ich sehr. Warhammer 40.000 ist mein absolutes Lieblingsuniversum quasi ever, weil das so von der Lore so tiefgehend ist und so weiter. Und vielleicht mache ich euch auch etwas neugierig auf das Spiel, vielleicht auf das Universum. Ich versuche mal so ein bisschen, ja, auch euch die Lore der verschiedenen Fraktionen näher zu bringen. Ich habe jetzt mal ein neues Spiel starten, also auch für mich ist das Spiel absolut neu. Deswegen werde ich wahrscheinlich mich jetzt auch erstmal etwas einarbeiten müssen. Einführung brauchen wir trotzdem nicht. Oder wohl vielleicht ja doch. Spielen wir vielleicht mal die Einführungspartie. Und zwar mit den Space Marines. So, die Space Marines sind wahrscheinlich die bekannteste Fraktion im Warhammer 40.000 Universum. Das sind diese berühmt mit diesen Rüstungen, aber gucken wir uns erstmal das Intro an. Newly colonized. A suitable base for our chapter to rebuild and recruit. We Space Marines raised our fortress here. Grew strong again. But the Orc invasion brought a warp storm that cut off our Emperor's light. And the Dread Necrons crawled from the earth beneath our feet. War was on all sides, yet we are the Emperor's chosen. We do not dread the dark or quail at the relics of old. Terror is for those who oppose us. We know no fear. Klingt sehr dramatisch, aber die Space Marines kennen wirklich keine Furcht. So, dann schauen wir uns erstmal das Spiel an, bevor ich vielleicht auch etwas auf die Lore der verschiedenen Fraktionen eingehe. Also es gibt insgesamt vier Fraktionen, die Space Marines, dann das Astra Militarum, was im Prinzip so also die Space Marines sind genetisch verbesserte Supersoldaten der Menschen. Also das menschliche Imperium ist so das Große. Die Space Marines sind so quasi die Elite-Kämpfer, die sind genetisch verbessert, also sowas, die kennen keine Furcht. Die haben zum Beispiel zwei Herzen und so weiter. Kann ich aber bei Bedarf gerne mal etwas näher noch drauf eingehen. Dann gibt es das Astra Militarum, was im Prinzip das normale Militär ist vom Imperium. Wobei da eher so Masse statt Klasse. Also stellt euch so ein bisschen die Russen im Zweiten Weltkrieg vor. Nach dem Motto, menschliche Ressource ist sehr billig. Deswegen werfen wir so viele Fleischbalzen auf den Gegner, bis er erstickt und der stirbt. Dann gibt es da noch die Orks. Die Orks sind im Prinzip diese Prototypen der Orks. Auch die Blizzard mit seinem Warcraft-Universum hat sich sehr stark bei diesen Warhammer-Universen bedient. Halt große, fiese, grüne, wütende Wesen, die nur für den Kampf leben. Auch die sind natürlich körperlich normalen Menschen weit überlegen, fühlen keinen Schmerz. Also beim Kampf kann man denen ruhig den Arm abhacken und die interessiert das nicht weiter, kämpfen weiter. Und dann gibt es noch die Necrons, die im Prinzip so mit einem Wort als Space-Untote quasi zu beschreiben sind. Die haben auch so ein bisschen skelettartiges Aussehen, sind aber eigentlich Roboter. Aber auf die Lore kann ich auch bei Bedarf gerne mal näher eingehen. Schauen wir uns erstmal das Spiel an. Das Spiel ist ein sogenanntes 4X-Spiel. Das heißt, also die 4X stehen für die englischen Begriffe Explore, Expand, Exterminate. Und das letzte fällt mir immer nicht ein. Exploit, genau. Also erkunden, ausweiten, also indem man neue Städte baut und so weiter. Exterminate heißt also auslöschen, den Gegner auslöschen.
und Exploit halt ausbeuten. Das heißt, ja, Ressourcen des Planeten ausbeuten, halt ganze Soldaten, die müssen natürlich irgendwo herkommen. Genau, und das ist alles auf so eine Art Hexfeld hier unterteilt, die natürlich alle ihre Vor- und Nachteile haben. Aber das so grundsätzlich das bekannteste Spiel, das diese Art folgt, dürfte wahrscheinlich Civilization sein. Das dürfte den meisten bei euch wahrscheinlich ein Begriff sein. So, also kommen wir. Wir kommen auf den Planeten Gladius Prime. Deswegen auch Warhammer 40.000 Gladius, der Spielname. Positionieren Sie den Mauszeiger auf dem Gelände, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, bla bla bla. Also, ne, können wir bewegen. Ach, das ist natürlich jetzt die Basics. Alternativ können Sie auch die Pfeiltaste der Tastatur dafür benutzen. Das finde ich ja nicht so cool. Das muss ich, glaube ich, nachher mal umstellen. Als Computerspieler ist man eigentlich gewohnt, dass man mit WASD alles verschiebt. Aber na gut, okay, machen wir es mit der Umgebung vertraut. Okay, haben wir gemacht. Die Space Marines errichten die wichtigsten Teile ihrer Infrastruktur direkt vom Orbit aus. Klicken Sie zum Gründen ihrer Stadt, die stets als Rückgrat des Ordens auf einem Planeten bildet. Also auch da, die Space Marines sind in so einer Art Orden unterteilt. Auch bei den Space Marines gibt es verschiedene Orden. Also es gibt zum Beispiel die Space Wolves, die mehr so Wikinger-mäßig unterwegs sind. Dann gibt es die Salamanders zum Beispiel. Das sind schwarzhäutige Space Marines, die von einem Lava-Planeten kommen. Und natürlich dann eher so auf Flammenwerfer setzen und sowas. Gibt es viele, viele, viele verschiedene. Und ihr könnt euch das vorstellen, so ein bisschen inspiriert, da ist das im Mittelalter, diese ganzen Ritterorden, zum Beispiel die Templer, die Johanniter, die Malteser und so weiter, diese Glaubenskrieger, das spielt das so im Prinzip so ein bisschen nach und auf den Orden, weil auch da die Menschheit ist religiös sehr extrem geraten. So, also, dann platzieren wir mal das Chapter, das habe ich das übersprungen. Nehmen Sie sich Zeit, mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen. Für jeden Button und jede Aufschrift können Sie sich einen Tooltip anzeigen lassen. Das ist immer sehr praktisch. Okay, da Stadt platzieren. Klicken wir mal drauf. So, wo packen wir die hin? Also da sind fiese, fiese Dinge. Ja, ich würde sagen, hier sieht es ganz gut aus. Da haben wir nur Wiese und Gestrüpp. Hier sieht man schon so die einzelnen Felder. Ich nehme mal an, dass das irgendwelche Ressourcensymbole sein würde. Ich nehme mal an, wenn ich hier zum Beispiel jetzt eins nach links Feld gehe. Das hier zum Beispiel plus 40, keine Ahnung, was das für ein Symbol bedeutet, aber was da drunter wird wahrscheinlich irgendwie Forschung sein oder irgendwie sowas. Platzieren wir mal dahin. Ah, und da kommt es per sogenannten Drop Pod runter. So, steht da erwirtschaften Ressourcen, die sie für ihre Kriegsmaschinerie benötigen. Im Stadtfenster sind alle Ressourcen der Stadt aufgeführt, alles klar. Ach, Bedarfsgüter ist das Symbol, okay. Dann gibt es halt Energie, klar. Forschung, klar, damit wir neue Technologien auch erforschen können. Dann Einfluss, da müssen wir mal gucken, um Taktiken anzuwenden und so weiter. Okay, Loyalität. Gibt an, wie geschlossen die Bevölkerung hinter ihrem Vorhaben steht. Dann ist klar, wir dürfen, müssen unsere Bevölkerung natürlich immer im Auge behalten, sonst rebellieren sie wahrscheinlich irgendwo. Alles klar, das wird alles, ach, da hätte ich vielleicht, dann zählten wahrscheinlich hier diese ganzen Felder von wegen, hätte ich es wahrscheinlich eher da platziert, dann würde ich da mehr Forschungspunkte bekommen. Okay. Ist ja nur erstmal die Anfangskampagne. Schauen wir mal. So, in diesem Fenster sind die Gebäude mit verfügbaren Aktionen ausgelöst. Okay. Ich kann halt anscheinend ein Orbitalschlag-Relais bauen oder habe ich schon. Blablabla. Beachten Sie, dass alle Gebäude desselben Typs zusammengefasst angezeigt werden und nicht zeitgleich mehrere Aktionen auch durchführen können. Sie können allerdings mehrere Aktionsbefehle geben. Blablabla, okay. So, also ich kürze das mal so ein bisschen ab, weil ich finde, man kann zwar immer viel lesen, aber eigentlich ist das Beste immer Learning by Doing auf jeden Fall. Ihre Stadt hat freie Gebäudefelder. Das ist die perfekte Gelegenheit, um sich über eine Erweiterung ihrer Armee Gedanken zu machen. Bauen Sie zunächst ein Gebäude für die Produktion von Infanterie. Klicken Sie auf den blinkenden Baubutton. Wo blinkt denn ein Baubutton? Seht ihr einen Button, der blinkt? Da ist Forschung. Blinkt denn was? Bin ich jetzt blind? Blinkt doch nichts. Baubutton, wählen Sie ein Stadthexfeld mit einem freien Gebäudefeld aus. Wahrscheinlich ist das denn hier so irgendwas gemeint. Es wird mehrere Runden dauern, bis das Gebäude fertiggestellt ist. Blinkt jetzt was? Okay, das ist die Stadt hier.
Generatorum. Hier kann ich die verschiedenen Sachen errichten. Ach da. Apothekarion errichten. Ein Gebäude für die Produktion von Infanterie, Generierung von Forschungspunkten. Alles klar. Das bauen wir. Ja, hier, ne? Okay, jetzt scheint das 6 Runden zu dauern. Gut, dass ich doch nicht einfach so eingestiegen bin. Okay, der Einstieg ist jetzt natürlich etwas trocken. Das müsst ihr natürlich entschuldigen. Aber schauen wir mal. So, manche Einheiten können nicht bewegt werden, sind aber dennoch in der Lage, Aktionen durchzuführen. Falls sie beispielsweise das Hauptquartier der Stadt über Waffen verfügen, können sie die angreifen. Ach, das ist wahrscheinlich hier das Orbitalschlag-Grenier. Weil Orbitalschlag müsste klar sein, ist wahrscheinlich ein Orbitalschlag. Bewegen Sie jetzt von dem Mauszeiger auf eine feindliche Einheit und drücken Sie die rechte Maustaste. Okay. Sind das hier Gegner? Ah ne, das ist eine Groxweide. Okay. Sind das Gegner? Ruinen des Faul. Okay. Jo. Wenn man Gegner hätte, dann könnte man das wahrscheinlich machen. Links auf den Namen der Stadt. Doppelklick Hauptquartier. Okay. Um das Stadtfenster einzubauen. Sie können Verteidigungsanlagen einer Stadt auswählen, indem Sie das Mal auf dem Hauptquartier oder das Symbol über der Stadt klicken. Ach, da sieht sogar was, was alles gemacht wird, okay. Jede Stadt verfügt über eine gewisse Feuerkraft und wird sich von einem feindlichen Angriff verteidigen. Verteidigen Sie Ihre Städte um jeden Preis, sollen Sie Städte fallen, haben Sie verloren. Alles klar, macht Sinn. So, Sie können ausgewählte Einheiten bewegen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Zielhex fährt. Ja, ja, ich kann nur einmal runden. Ja, ja. Von unbekannter Schätze, okay. Da ist hier zum Beispiel irgendwie sowas. So. Sie können spezielle Ressourcen, Hexfelder einnehmen, indem Sie einer drauf bewegen. Auf diese Weise richten Sie einen Außenposten. Okay, da scheint so einer sein. Der Ihnen einen kleinen, aber wichtigen Bonus bei der Ressourcenproduktion einbringt. Zudem profitiert der dort stationierte Einheit von einer erhöhten Schadensreduktion und Heilungsrate. Okay. Sie haben die Ruinen des Fault und da, okay. Dann kann ich ja eine Einheit dahin schicken. Okay, so. Hier, geht mal dahin. Die Space Marines. Ach, das sind immer die kleinen Fähnchen da. Okay. Sehr schön. Und hier geht dahin. Also man sieht ja immer in den grünen Bereich, wie weit die sich ziehen können. Ihr geht mal schön dahin, dann könnt ihr in der nächsten Runde dahin gehen. So, hier kann man in der nächsten Runde gehen, weil es geht natürlich rundenweise. Also ich ziehe, dann zieht der Gegner und so weiter. Beforschen wir mal auf jeden Fall. So. Was bringt uns denn? Also hier Ebene, man geht natürlich dann immer weiter und es wird dann natürlich dann immer besser. Wie man sieht, hier sind erstmal so, ja, so Basic-Sachen. Hier kann man dann schon neue Einheiten erforschen. Mal gucken, ein Gebäude für die Produktion von Fahrzeugen. Okay, Generierung von Forschungspunkten wäre natürlich nicht schlecht, weil je mehr Forschungspunkte logischerweise, desto schneller forschen wir. Antipersonengranaten, Orbitalscan, Gebäude zur Produktion von Helden, okay. Die Ornstaktik, die Genauigkeit der Taktik ist Quatsch gehört. Na, ich mach mal hier. Gleich am Anfang mehr Forschungspunkte, denn erforscht sich ja alles schneller, ne? So, und dann können wir den Zug beenden, würde ich sagen. Ah, okay. Da kommen irgendwelche Viecher. Krothunde, okay. So, den Außenposten hier haben wir ja nichts. Genau, für die Faust des Imperators. Wir sind natürlich für den Imperator unterwegs. Der Gott-Imperator des menschlichen Imperiums. Der ist auch im Zentrum natürlich der Verehrung. So, ich kann da ja eh nicht hin. Okay, mal gucken. Oh, da kriege ich einen Gegenstand her. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an hellen Gegenstände zu gelangen. Ich finde sie beim Erkunden der Karte. Okay, Questbelohnung, bla 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 bla. Jo. Ach, da muss ich da aber wahrscheinlich mit dem Helden hin, ne? Ich habe ja noch keinen Helden. So, mal gucken. Krothunde. Kann ich hier? Wahrscheinlich die Reichweite nicht vernünftig, ne? Gucken. Rechtsklick drauf. Ne. Die sind zu weit. Okay. So, Zug beenden. Ah, okay, die greifen mich auch gar nicht an.
So, jede Einheit, jede Einheit verfügt über verschiedene Werte, Eigenschaften, Fähigkeiten und Waffen. Letztere mit individueller Reichweite und Wirkungsweise. Genau, die Space Marines müssten Bolter sein, sind das, glaube ich. Bolter könnt ihr euch vorstellen, sind nämlich vollautomatische Granatwerfer. Die Dinger sehen aus wie Sturmgewehre quasi, verschießen aber ja, granatähnlich große Kugeln, die quasi in den gegnerischen Körper eindringen und da dann explodieren. Ihr seht, dass das Universum ist sehr brutal. Okay, einige anderen machen die nicht. Nahkampf, ist klar. Können sich jedoch schnell durch unwegsames Gelände bewegen. Andere Einheiten wiederum sind von einer furchterflößenden Aura umgeben und können mächtig als Energieeingriffe, ja klar, die üblichen Sachen an. Ne? Es gibt Nahkämpfer, die nicht so gut gepanzert sind, bla bla bla. So. Die Space Marines können unter der Aufwendung von Einfluss strategische und taktische Operationen durchführen. Okay. Ach, deswegen brauchen wir den Einfluss hier. Alles klar. Dabei handelt es sich um stationäre Einheiten, die eingrenzte spezielle Ressourcen Hexfilter sichern. Die richtige Platzierung einer solcher Festung ist für die Space Marines okay. Also ich kann hier so kleine Außenposten anscheinend machen. Ah, da haben wir das. Kostet 50, Unterhalt 3, okay. Dann würde ich sagen, so nah an der Stadt brauchen wir die ja nicht. Gehen wir hier mal hin. Oh, was ist das denn hier? Okay, sieht ja gefährlich aus. Dann platzieren wir mal hier so einen Außenposten. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Weil hier kamen ja auch irgendwo hier die Fiesdinge her. So. Hier unten geht die Karte ja nicht weiter. Deswegen muss ich da nicht groß gucken. Ich gucke mal, was ist das denn hier? Das sieht hier so umwabert aus. Okay. So. Kann ich hier eigentlich auch mal noch mal mehr Einheiten produzieren? Komm mal. Ach, dann ist das wahrscheinlich hier. Ich muss ja erst das Ding ins Kirchen. Ihr wisst schon was. Was ich meine. Genau. Dann kann man das hier dann wahrscheinlich ausbilden, nehme ich mal an. So, also ich habe so ein bisschen Befürchtung, weil ich nicht genau weiß, was für Gegner hier lauern. Deswegen würde ich die beiden Squads nicht aufteilen und zusammenlaufen lassen. Mal gucken, zu beenden. Wo sind denn die Hunde hin? Oh, okay. Die nehmen Schaden. Das heißt, der komische Nebel nicht gut. Ah ja, da steht's auch. Okay, ich kann mich heilen, indem ich auf Heilen mache. Kann sich aber wahrscheinlich denn nicht bewegen. Das sollte sich dann trotzdem aber erstmal aus dem Zeug da raus machen. Oh, das ist ein Handelslager. Gehen wir da mal hin. Okay, da konnte er jetzt anscheinend nicht hin. So, ein Handelslager ist natürlich nicht schlecht. Also die werde ich da jetzt gleich verschanzen lassen. Ah, da kommen ja die Hunde. Oh. Was haben wir hier? Vulkanisch. Okay. Ah, wir haben das Arsenal. Aber seht ihr auch schon hier dieses Warhammer 40.000, dieser Artstil. Ah, ich liebe ihn einfach, weil der so... Ja, weiß nicht. Ich mag den einfach. Okay, Companion, bla bla bla. Wir haben jetzt das Ding. So, mal gucken, ob das meine Vermutung stimmt. Natürlich nicht. Hat das jetzt oder nicht? Ich dachte, ich hab das. Ah, nee. Die Forschung war fertig. Ah, nicht das Gebäude. Okay. Mal gucken. Ja, hier. So eine schöne Granate, ne? Dann der Infanterie auf den Kopf zu werfen, schadet ja nicht. So, Freund, du hältst die Stellung. Dann, die werden wahrscheinlich bei den angreifen. Das heißt, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da hier Feuerschutz ist. Ach stimmt, das Gelände wirkt sich auch aus. Es ist logisch, wenn wir aus dem Wald herausschießen und so weiter, dass wir da mehr Deckung haben, ne? Müssen wir nichts drüber reden. Ach, jetzt kommen die da hinten an. Gut, dass wir unseren Posten hier gemacht haben, ne? Einheiten, die über Fernkampfwaffen verfügen und Aktionspunkte übrig haben, führen automatisch Abwehrfeuer durch. Okay. Das heißt, wenn ich irgendwo hier wen hinstelle und der halt einfach nichts macht, macht er trotzdem. Okay. So, mal gucken, was für eine Reichweite hat er denn? Das müsste hier irgendwo stehen. Also, jetzt sammeln natürlich auch Erfahrung, wie man sieht.
Genau, der Bolter. Ich will den hier angreifen. Muss ich da direkt daneben sein? Sehne mich nach dem Schlachtfeld. Ja. Kriegste. So. Dann wollen wir mal gucken. Naja. Schneefeuer. Ach, hier sieht man auch schon, ne? Wie ich die verletzen werde. Ja, man sieht, ein bisschen ausgedünnt sind sie schon. So, und die Kampfbrüder kommen natürlich auch hin. Okay, ich hätte gar nicht rangehen müssen. So, naja, haben wir die schon so ein bisschen ausgedünnt, würde ich sagen, ne? Und hier, piu, piu. Alle Ketzer sollen brennen, genau. Also das Imperium ist, wie gesagt, sehr, sehr religiös. Ah, da haben wir es. Perfekt. Zusätzliche Gebäude errichten für Hexfelder. Ah, müssen wir anscheinend machen. Okay, gut. Also, nehmen wir mal hier Hexfeld einverleiben. Ach, dann können wir expandieren. Ah, weil pro Feld, denke ich mal, nur ein Gebäude geht. Okay. Dann sollten wir, würde ich sagen, hier nach links, weil da kriegen wir plus 40% von den Bedarfsgütern und 10% Forschung. Das ist auf jeden Fall das meiste hier. So, und hier Tactical Squad natürlich. Das produziert was. 6 Runden, okay, gut. Dann schauen wir mal. Okay. Dann müssen wir für die Runde hier alles erledigt haben. Dann ist die KI wieder dran. Ach du. Ach du. Ja, die können zwar nicht viel, aber sind massig, würde ich sagen. Okay, das hält noch ein paar Runden aus. Ich würde sagen, ziehe ich mich jetzt zurück? Weil ich habe das Gefühl, dass die hier meinen Außenposten angreifen. Das will ich natürlich verhindern. So, also, Freunde. Ihr geht... Also, ich kann ja über 2 Felder schießen. Das heißt... zählt das hier auch? Ich teste es einfach mal. Ach ja, wird ja eh dann auch angezeigt. So, und... Okay. Ja, den könnte ich jetzt erledigen, wenn jetzt das andere Squad hier auch hinmarschiert. Das kann ich ja quasi direkt daneben platzieren. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwelche Optionen habe. Nee, okay. Feuer. Und wie man sieht, ha, die sind schon mal erledigt. Die kriegen sogar Erfahrungspunkte. So, ich schieße natürlich auf die hier. Die sind schon so ein bisschen verletzt. Also die Fauna scheint mir nicht sehr wohlgesonnen zu sein hier. Aber echt gut, dass ich da einen Außenposten hingesetzt habe. Mensch. Bin ich ja taktisch mal gar nicht so doof, hä? Okay, da kommen noch welche. Die wehre ich ab. Obwohl, da kann ich ja... Ah, wollte ich gerade sagen. Die Stadt hat ein bisschen Feuerpower, würde ich sagen, oder? Okay. So, die, oh, die brauche ich ja langsam mal eine Heilung, würde ich sagen. Uiuiui, da sind ja schon 2 meiner Space Marines gestorben. So, der müsste hier eigentlich mit den Hunden hier komplett alleine fertig werden. Der eine wird jetzt nicht mehr viel Schaden machen, okay. Also, der geht etwas... ja, geht hier etwas zur Seite. Und die gehen hier auch auf etwas auf Abstand. Wir müssen ja nicht unbedingt einen Nahkampf machen, ne? Ha! Also die sind ganz schön hartnäckig auf jeden Fall. Piu, piu. Also dann klingt schon die Bolter hier wesentlich effektiver, würde ich sagen. Sobald ihre Armeeproduktion läuft, sollen sie sich um ihre Ressourcen kümmern. Das Infanteriegebäude erwirtschaftet nur ein geringes Ressourceneinkommen. Um ihre Kriegsmaschinerie zu unterhalten, müssen sie spezialisierte bla bla bla, okay. Ressourcengebäude.
Was brauchen wir denn? Ich würde sagen Energie, ne? Das sieht sehr, sehr wenig aus. Generatorum errichten. Und zwar dahin, bitte. Viel Glück! Achso. Das war's also jetzt, okay. Also, ich werde mal auf jeden Fall mal, wenn wir das hier durch haben, das Astra Militarum probieren. Ach ja, wo war ich für stehen geblieben? Die Menschen, genau. Die Menschen sind in dem Universum sehr religiös extrem geprägt. Also könnt ihr euch wirklich so ein bisschen vorstellen, wie halt das Christentum zur Zeit der Kreuzzüge. Das Problem ist nämlich auch, sie müssen es. Und zwar, warum? Stellt euch vor, es gab ja im Mittelalter den ganzen Hexenwahn und so weiter, ne? Wo die Inquisition rumgelaufen ist, Hexen gefoltert hat, verbrannt hat und so weiter. In diesem Szenario gibt es das wirklich. Es gibt da wirklich die Dämonen und Hexen, die die Leute besessen machen und so weiter. Also die müssen einfach so reagieren. Also müssen nicht, aber es ist jetzt nicht von Nachteil. Und es ist eigentlich ein Universum, wo es keiner sehr, sehr gerne drin leben würde. So. Ah, die verbraucht Aktionspunkte, die Granate. Deswegen kann ich sie nicht werfen. Okay, die Stadt hat leider eine Range. Also auf jeden Fall ist es kein Universum, wo Leute gerne leben würden. Also es gibt so Meme, so, wo dann auch gesagt wird von wegen, ja, ein Harry Potter Fan, der würde natürlich auch gerne mal durch Hogwarts laufen und so weiter. Oder ein Herr der Ringe Fan, so einmal durch das Shire laufen und so weiter. Boah, voll cool. Auch ein Warhammer Fan. Nee. Niemals. So, Assault Squad, Infanterieeinheit für den Nahkampf. Ah, das ist sehr cool. Das sind die Jungs mit den Jetpacks auf dem Kopf quasi. Sehr nice. Nicht auf dem Kopf, auf dem Rücken. Gott. Mensch, Junge. Mal gucken. Hexfeld. Ja, noch ein Hexfeld. Ach, nehmen wir das hier mal. Dann breiten wir uns so ein bisschen aus. So. Dann hoffe ich mal, dass die Freunde hier nicht meine Freunde hier killen. Aber ich muss sagen, der Außenposten, okay, ich glaube, die Hunde sind jetzt auch nicht gerade die allerstärksten Gegner. Also die hier sind wesentlich hartnäckiger, wie man sieht. Boah, noch einer gestorben. Also der Einheit geht's nicht gut. Nicht gut. So, mal gucken. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier mal so ein bisschen graduell zurück. Das... Also hier hin am besten. Dann kann ich die zwar noch angreifen, aber wenn die hier in die Range gehen, dann wird die Stadt feuern. Die hat nochmal ein bisschen mehr Feuerpower, würde ich sagen. So, die können maximal hier hin. Und das Gute an diesem Spiel ist halt, dass sich wohl jede dieser vier Fraktionen komplett unterschiedlich spielen soll. Was natürlich echt nicht verkehrt ist. Und weil so hat man einfach viel Abwechslung drin. Also das Kernspielprinzip ist halt, wie gesagt, von Civilization und so weiter, kennt man einfach, ne? Also es ist jetzt nichts revolutionär Neues oder Besonderes, das kennt man. Okay, da unten kommt eine Runde. Ich frage mich ja so ein bisschen, was jetzt hier meine Aufgabe ist, ehrlich gesagt. Die Grundlagen habe ich ja jetzt drauf. Okay, die Jungs heilen jetzt auf jeden Fall sich jetzt erstmal. Da unten kommen Hunde. Ich würde sagen, ich verteidige mal hier endlich mal, dass das hier der Außenposten ein bisschen Ruhe hat. Auch wenn er sich echt tapfer hält. Okay, die hauen alle ab. Das ist natürlich auch ja, realistisch fast, mag man natürlich sagen. Ah, hier, die Truppen sind gekommen. Hier unten waren... Ach, die Stadt kann sich eigentlich selber wehren. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was da oben ist. Wir rücken mit denen und denen hier vor. Dann schauen wir mal. Die Granate verbraucht Aktionspunkte. Also ich kann wahrscheinlich nicht laufen und die quasi werfen auf einmal. Ah, cool. Ich kann hier noch... ich habe genug Einfluss. Ja, dann baue ich. Ja, nice. Ah, da kriege ich denn sogar noch Zusatzpunkte, wenn ich da was draufklatsche. Ah, nee. Das ist ja dieses besondere Feld da. Sehr schön. Dann
geht ihr Jungs mal bitte dahin. Reicht natürlich diese Runde nicht. Aber dann haben wir hier plus den Verteidigungsaußenposten. Ist natürlich nicht verkehrt. So, hier, ja, ich würde sagen, ja, noch. Hier kann man ja die in einer Reihe produzieren lassen. Mehr Einheiten auf jeden Fall immer gerne her, würde ich sagen. Okay. Da kommen die wieder. Die scheinen sich jetzt geheilt oder sonst wie erholt haben. Eigentlich hier. Ich schicke mal das eine Squad rüber, dass die mal ausgelöscht werden. So, hier mal Pew Pew. Mal gucken. Ach, werden die zwar verletzt, aber dann können sie wenigstens einmal drauf feuern. Hunde, da gehen wir nämlich auf den Keks. So, sind auch so gut wie tot. So, ihr geht da drauf. Beansprucht das Ganze mal. Genau. Danke. Ihr geht mal nach da oben. Okay, keine Gegner. Ich kann nichts mehr machen. Das wird einem ja immer hier schön angezeigt, ob man noch was machen kann oder nicht. Das heißt, man kann da nichts vergessen. Forschung abgeschlossen. Okay. Dann gucken wir mal. Ah, das ist Assault Squad, kann ich jetzt machen. Gebäude zur Erhöhung des Bevölkerungslimits ist jetzt nicht so das Problem, glaube ich. Hier Orbitalscan ist gar nicht mal so schlecht, weil dann können wir mal so ein bisschen ja, scouten. So, gucken. Dann will ich ja für was hier mal so ein Assault Squad bauen. Neues Spielzeug muss ja ausprobiert werden, ne? So. Die Freunde, die gehen mal hier hin und heilen. Ah, die können sich ja nicht bewegen und heilen. Ja, hatte ich vergessen. So, da haben wir ja wieder ein besonderes Feld. Das nehmen wir mal schön ein. Und die Freunde, auch wenn es natürlich jetzt etwas riskant ist, gehen wir da hin. So, Stadt befehligen. Genau, wir haben hier ein Hexfeld uns erschlossen. Was könnte man noch produzieren? Ich will mal ein bisschen mehr Einfluss haben. Da ich diese Verteidigungsaußenposten echt gar nicht so verkehrt finde. So, okay. Nächste Runde. Ha! Diesmal, Freunde. Diesmal kommt er mir hier nicht weg. Ja, wenn ich jetzt noch nächste Runde jetzt dann noch mal ballern kann, dann sind die schon mal... Och, ich versuche da noch anzugreifen. Gegen Space Marines. Viel Spaß. Weil die sind nicht nur so überlegen, die haben auch noch eine Power-Rüstung. Die ist sehr, sehr stark. Könnt ihr euch, das heißt, sie sind nicht nur genetisch überlegen, sind auch einfach stark gepanzert, die verbessert die ganzen Bewegungsfähigkeiten und so weiter. Was hier ist, noch mehr fies Dinge. Praktisch, wenn die noch nicht geballert haben, dass wenn da wer quasi in Reichweite hinzieht. Ja, gut, dass ich hier einen Außenposten gemacht habe, ne? Also die Wildnis scheint einen hier echt Probleme zu machen. Jetzt wissen wir uns glaube ich auch nochmal drauf. Sehr schön. So, dann konnte ich hier nochmal schießen. Der Außenposten. So, ja, hier. Ich erkunde hier einfach mal. Da ich sonst mit den Einzelnen da ja ewig drauf schießen würde, ne? Ich kann nichts weiter machen. Oh je, die werden gut in die Zelle genommen. Eieiei. Okay. Das heißt, ich sollte das Quad oben am besten mal runterziehen und den Kollegen helfen auf jeden Fall. So, ihr geht bitte, ja, ist nicht ideal, aber wenigstens so ein bisschen den aus dem Weg, ne? Okay.
noch einer da. Ja, aber die werden zu lange brauchen, bis sie da sind. Okay, gut. Also wenn ich Pech habe, ist das Squad dran, würde ich sagen. Was haben wir hier? Eine imperiale Bastion. Boss! Hallo! Die greifen mich an! Bitte? Also Imperial, wir sind Imperiale, ne? Ist aber nicht cool hier. Aber anscheinend machen die sehr wenig Schaden. Deswegen würde ich wahrscheinlich mich erstmal hier um die Kollegen kümmern, bevor ich da mal gucke. Ah, die ziehen sich zurück. Sehr schön. Boah. Forschung abgeschlossen. Orbitalscan. Ja, geil. Gleich mal machen hier. Okay. Nicht erkundet. Aber wenn ich das sehe, da scheint ein Gegner zu sein. So, Freunde, hier. Erstmal schön mit Ö, ey. Okay, also der Gegner scheint hier zu sein. So, ihr heilt. Und dann wissen wir jetzt, wo der Feind ist. So, da haben wir ein neues Squad. Geht dahin, bitte. So. Arkepa-Squad wird auch ausgebildet. So, Städte befehligen. Ja, Hexfeld vereinleiben, würde ich sagen. Ah, welches ist denn günstig? Ich würde sagen, hier haben wir 30% Forschung. So, was erforschen wir denn mal? Da kommt Bevölkerungslimit. Wir scheinen da... Da war ja gerade irgendwie die Meldung, dass wir da langsam aber sicher anbrechen. Oh komm, Leute. Nervt doch nicht. Ah, wir sehen die Faust von Guillaume. Das heißt, es sind... Ja, okay, sieht man eigentlich auch. Das sind Ultramarines. Das sieht man an der blauen Färbung. Die Ultramarines, ja, die sind, orientieren sich so ein bisschen an den alten römischen Legionen, stehen also sehr für Disziplin und so weiter. Also wie das meiste, eigentlich meistens Science-Fiction- oder Fantasy-Universen, hat es immer irgendeinen historischen Vorbild. Also, die Space Wolves sind halt die Wikinger, so nach dem Motto. Und so weiter. Warte, wenn ich da jetzt hingehe, dann kann ich die Freunde hier jetzt komplett erledigen. Und dann habe ich hier da hoffentlich mal Ruhe im Osten. Und kann hier mal weggehen. So, ich mache hier nochmal einen Orbital-Scan. Okay. Nee, das ist doch nur was Neutrales hier. Hier, du heilst dich erstmal, Junge. Du heilst dich. Aber so viel zum Dazulernen gibt es eigentlich gar nicht mehr, ne? Also ich würde sogar fast sagen, dass wir das jetzt hier mal abbrechen. Zurück ins Hauptmenü. Und ja, dann können wir das neue Spiel anfangen. Und ich würde sagen, das war es erstmal für das erste Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht mehr über die Warhammer Lore ja, hören wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist natürlich jetzt ein etwas anderes Spiel, ist nicht Retro und so weiter. Ich schau mal, wenn bei euch Interesse da ist, dann gibt es auf jeden Fall mehr Folgen. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.